Herzlich willkommen zu dem ersten meiner vielen noch folgenden Let's Plays. Mein Name ist Cajun und ich würde mich selbstverständlich freuen, wie jeder, der gedenkt, Let's Plays zu machen, dass ihr mein Channel abonniert. Das ist natürlich der Cajun Let's Play Channel und wir spielen gemeinsam Alan Wake. So, bevor ich hier noch viel rumlabere, werden wir das Spiel gleich mal starten. Wir starten natürlich ein neues Spiel und nein, ich habe es natürlich noch nicht gespielt. Viele von euch kennen es ja vielleicht schon von der Xbox. Ja, der Schwierigkeitsgrad, ich neige eigentlich immer dazu, auf leicht zu spielen, auch wenn sich natürlich hier in diesem Spiel alles um einen Albtraum dreht. Jedoch möchte ich aus diesem Albtraum auch lebendig wieder herauskommen. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Jedoch lieber auf Schwierigkeitsstufe leicht, damit das Elend auch bald ein Ende hat. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Und da geht es auch schon los. Unser Protagonist Alan Wake kämpft sich in diesem Spiel durch einen düsteren Albtraum seiner selbst, wie viele vielleicht auch schon mitbekommen haben, eben aus dem kleinen Prolog. Handelt es sich hierbei um einen Autor, dessen Geschichte sich in diesem Albtraum widerspiegelt? Leider müssen wir hier kurz ein kleines Pflichttutorial absolvieren. Steuerung umkehren, da bin ich nicht dafür. Vor allen Dingen nicht in Third-Person-Spielen wie Alan Wake. Das ist für mich äußerst verwirrend, für die meisten von euch mit Sicherheit auch. Hier der Hinweis zum Rennen mit Shift funktioniert wunderbar. Hüpfen habe ich vorher mal ein bisschen geguckt. Er geht ganz einfach mit der Leertaste, wie in allen geläufigen und gängigen Spielen eigentlich, mit der Standard WS. Ich musste zum AD Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Konfiguration. So. Jetzt laufen wir auch mal los zum Leuchtturm. Muss er ja. Etwas Wichtiges wartet auf ihn. Da frage ich mich natürlich. Was wartet auf ihn? Was ist das denn? Eine riesige Laterne? Ein völlig überdimensionierter Lichtkegel scheint auf uns herab. Ja, also die Stimmung ist natürlich düster. Erinnert mich persönlich ein bisschen an Silent Hill. Jetzt auch gerade hier mit diesen ganzen nebligen Einlagen.
Ja gut, dann versuchen wir doch mal hier über die Brücke zu gehen, ganz frech. Die Ja, Brücke also. war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Es scheint so, dass ich hier schon mal nicht drüber springen kann. Ich möchte jetzt auch wirklich nicht versuchen, hier mich irgendwie an der Seite entlang zu hangeln. Schließlich bin ich Alan Wake und kein Enzio beispielsweise. Ja, dann laufen wir mal los. Oha, da ist die Leiche. Den haben wir doch gerade über den Haufen gefahren. Was macht er hier? Was will der von uns? Oha. Sie erkennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Nein, nicht wirklich. Halten Sie sich für Gott? Ach du Schande. Da fehlt die Treppe. Wir laufen fröhlich, munter weiter und weg. Kommt er noch, oder? Er scheint eigentlich relativ sicher zu sein. Kontrollpunkt. Oh, oh nein, da kommt er. Kontrollpunkt erreicht, okay. Was ist denn hier zu sehen? Bin ich das? Missing? Das sieht genauso aus wie Alan Wake. Also wie ich, quasi. Oh, eine Hürde. Springen, jawohl. Und haben wir sie auch schon genommen. Weiter Sie geht's. haben den Termin Ach verpasst! du Scheiße. Mist. Gut, drücken Sie Shift und WASD, um auszuweichen. Ja, okay. Sie können mich nicht aufhalten! Okay, also ich muss dazu sagen, ich bin auch ein kleiner Tastaturlegastheniker, also ich beherrsche das Zehnfinger-Tippsystem Ich nicht erkannte, dass ganz. er eine Figur aus der Geschichte Und war, an er der hat ich mich auch gearbeitet habe. gerade voll mit einem Hieb in die Lachmuskeln erwischt. Ja, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Oh, hier, das ist natürlich gefährlich. Da könnte man, theoretisch könnte man hier runterspringen. Vielleicht erwache ich aus diesem Albtraum, wenn ich das tue. Aber ich glaube, die Chancen dafür sind ziemlich gering. Wie Deswegen fühlt gehen es wir sich einfach mal an, weiter. durch die eigene Schöpfung umzukommen? Ach du Schande. Ja, so wie es aussieht, zerstört er hier gerade das gesamte Level-Design. Ja, die vielen, vielen Mitarbeiter, die sich von Microsoft hier dran gemacht haben, um dieses wunderbar düstere Level zu kreieren, werden nun bitter enttäuscht, da deren eigene Schöpfung hier alles vernichtet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man hier vielleicht wirklich langrennen sollte oder ob man. Oh ja. Ja, ich bin mir jetzt auch schon sicherer, dass ich hier flüchten sollte. Ja, das mit dem Sprung funktioniert nicht. Wer ist das da vorne eigentlich? Der hat eine Knarre in der Hand oder was ist das? Ja. Aber er scheint mir friedlich gesonnen zu sein. Was will er denn? Okay, scheinbar muss ich flüchten für diesen Axtmörder. Da ist er auch. Oh nein! Ja, knall ihn ab, Mann, du hast eine Knarre. Stopp! Schieß! Schieß! Nein! Jo! Nein! Verflucht, stirb! Ach nein! du Nein! Scheiße. Er stirbt natürlich nicht. Natürlich stirbt mein Beschützer. Ja, genau. Gib ihm den Rest. Na klasse. Und jetzt bin ich hier gefangen, in der schmuddeligen Hütte. Fest. Es gab kein Entkommen. Kontrollpunkt erreicht. Warum zur Hölle soll ich bitte sterben? Weshalb? Ich will weiterspielen. Vielleicht ein bisschen was zu essen kochen. Lecker Ratatouille auf dem alten Ofen. Ein tolles Geweih. Die Ja. Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Na klasse. Ja, wie komme ich hier raus? Am besten nicht durch diese Tür. Versuchen wir es nochmal durch diese. Na, die Tür scheint nicht aufzugehen. Zumindest nicht mit E. Ja, jetzt geht sie Ich doch war. auf. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Ein Sie sind mysteriöses verletzt. Licht. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort Ins sind Sie Licht. sicher.
Ja, dann ab unter die Laterne. Jo, wie man hier sieht, links oben im Bildschirm wird meine Energie aufgeladen durch das Licht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Hören wir mal kurz. Wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Ich verstehe gar nichts. Zum Licht. Ja, das Licht scheint eine Art Mentor zu sein hier in diesem Level. Vielleicht zieht sich das auch durch das ganze Spiel. Ich kenne das Spiel bisher noch nicht. Es ist ja schon lange erschienen in der Xbox-Version. Ich glaube mittlerweile schon 2 oder 3 Jahre sogar. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Und, ja. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Na bitte, da ist unser Axtmörder wieder. Hier liegt eine riesige Kiste Munition. Da bedienen wir uns natürlich erstmal großzügig. Und leider können wir auch nicht mehr tragen. Da beamt uns das gottesgleiche Geschöpf, so möchte ich es mal nennen. Beamt uns eine Taschenlampe hinunter. Und wir sollen den Axtmörder anstrahlen. Ja, das machen wir doch. Jetzt ist meine Taschenlampe leer. Und der Axtmörder. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie schreit ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Da ist auch die passende Knarre zur Munition. Wunderbar, die nehmen wir natürlich sofort an uns. Und versuchen jetzt, diesen Axtmörder mit einem gezielten Headshot zu killen, was auch super gelungen ist. Mein Gott, vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. Logischerweise. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Aha. Logischerweise fülle ich hier nochmal die Munition auf. Nochmal nachladen. Munition auffüllen. Man weiß ja nie, wie viel man davon braucht. Und weiter geht's. Das Tor hat sich geöffnet. Der Axtmörder ist weg. Fast in Sicherheit. Schnell zum Leuchtturm. Ach du Scheiße. Da ist schon wieder so ein Honk. Ja, Headshot und tschüss. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ja, also bevor ich hier runterspringe, würde ich mir sogar nochmal die 3 Schuss, die ich gerade verballert habe, gerne nochmal auffüllen. Und das ist hiermit auch geschehen. So, dann sprinten wir mal dem Leuchtturm entgegen. Hua! Hier! Yeah! Bambi! Ach du! Oh. Jetzt kommen sie hier aber aus allen Ecken gekrochen. Meine Taschenlampe ist auch fast leer. So wie es aussieht, lädt sie sich ganz langsam wieder auf. Und so wie es aussieht, kann ich diese Axtmörder mit einem gezielten Lichtstrahl auch von mir fernhalten. Beziehungsweise die Bewegungen, die sie auf mich auswirken, also das Entgegenkommen, etwas verzögern. Ja, ich lade hier an der Stelle nochmal kurz nach. Und weiter geht's. Aha. Laterne, Lampe. Lampe ist gut. Heilt mich. Ich brauche keine Heilung. Emergency-Kasten. Was haben wir hier? Leuchtpistolen-Munition. Perfekt. Und eine Leuchtpistole. Leuchtpistole gleich Licht hat bestimmt einen höheren Effekt auf die ganzen Axtmörder, als wenn ich hier mit meiner Taschenlampe und einen handelsüblichen, in den USA in jeder Ecke erhältlichen Revolver aufwende. So, weiter geht's. Also die Atmosphäre ist natürlich schon ein Knaller, ne? Also bisher ist es noch ein bisschen lame. Hier passiert noch nicht so viel. Hier diese paar Axtmörder, die übrigens auch alle gleich aussehen, merkwürdigerweise, ins Jenseits befördern, beziehungsweise vielleicht sind sie ja sogar schon im Jenseits.
vielleicht ins Licht befördern sogar an der Stelle. Was mir eigentlich auch recht gut gelingt. Nun habe ich ein bisschen Bedenken, dass ich eventuell mit der mir zur Verfügung stehenden Munition etwas ins Hintertreffen gerate. Aber es scheint auch so, ich gehe einfach mal hier quer durchs Beet hier durch, dass in diesem Spiel nicht allzu viel Munition zur Verfügung steht. Vielleicht gibt es ja abgefahrenerweise irgendwann Lichtschwerter, die man nutzen kann. Vielleicht würde sogar eine Lichtkettensäge, eine Masse. Oh, ach du Scheiße! Ja, nu lad nach hier. Meine Güte. Also vielleicht würde sogar, also ich glaube, ich laufe hier erstmal weg, weil das bringt nichts. Meine Munition ist fast leer. Ich könnte, vielleicht noch maximal 3 Axtmörder abknallen damit. Und da haben wir es auch schon fast geschafft. Da ist der Leuchtturm. Und jetzt wird hier erstmal kräftig mit Autos rumgeschleudert, so wie das aussieht. Davon lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Drücken fleißig die Sprintentaste und laufen in Richtung Leuchtturm, in den Hafen des Lichtes, in die süßliche Gebärmutter unseres Mentors. Ich nenne ihn mal Lightning Man, the Man of the Light. Und wieder eine nette Zwischensequenz, ich hoffe. Sicherheit. Oder auch nicht. Licht aus, aus die Maus, raus aus dem Lichthaus. Ist hier. Alle, wach auf. Psst, Baby, war nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Eine äußerst reizende Dame, vielleicht sogar unsere Freundin, unsere Frau. Er weckt uns aus unserem finsteren Traum. Liebling. Eine wahre Wir Lichtgestalt an dieser Stelle. Jetzt befinden wir uns auf einer Fähre, damit hätten wir gar nicht gerechnet. Und diese Brücke... Ich wollte fast sagen, dass diese Brücke so aussah wie diese erste Brücke, über die wir gewandelt sind. Aber offenbar ist es eine ganz andere Brücke. Denn auf der Brücke, auf der wir gelaufen sind, waren meines Wissens keine Bahngleisen. Könnten natürlich auch welche da gewesen sein. Ich will ja nichts Falsches erzählen. Na gut, bevor wir nun weiterspielen, werde ich diese Aufnahme beenden, da die Zeit dementsprechend ins Lande gegangen ist. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Okay. Und damit die Videos natürlich auch viel bequemer für euch anzuschauen sind. Gut, dann verabschiede ich mich auch an dieser Stelle erstmal. Mein Name ist Cajun. Dies ist das Let's Play von Alan Wake. Ich freue mich auf zahlreiche Kommentare und auf zahlreiche Vorschläge natürlich auch, was ich für euch das nächste Mal spielen könnte. Ich spiele alles für euch. Ah ja, sagen wir fast alles. Gut. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Cajun. Let's play.